zusammen, da bin ich wieder live aus dem Supplement Store hier in Schwelm und ich werde euch jetzt vor allem mal über das große Thema Proteine und Eiweiße ein wenig aufklären. Proteine und Eiweiße gehören zu den absoluten Fundamentals für Sportler, aber natürlich auch für Bodybuilder, mit denen man es immer in Verbindung bringt. Aber wie ich finde, gehört es auch mittlerweile eigentlich in jeden Haushalt. In den USA wird es schon gängigerweise gemacht, dass jedes Mütterchen oben sein Eiweißpulver auch noch hat, aber vor allem im alltäglichen Einsatz, auch fürs Abnehmen, kann man immer wieder auf Proteinpulver zurückgreifen. Auch wenn man sich vor allem vegetarisch oder vegan ernährt, überall findet es ein Einsatzgebiet und sollte eigentlich schon zum Standard gehören. Aber, wie schon gesagt, für Sportler und gerade für Kraftsportler und Bodybuilder ganz besonders. Denn die brauchen große Massen davon, damit das Ganze, was sie im Trainingsstudio machen, auch wirklich umgesetzt wird im Aufbau von Kraft und Muskelmasse. Jetzt gibt es eine ganze Menge verschiedene Eiweißformen und Proteine. Und ihr seht so viele bunte Dosen, 2 Kilo Dosen, 4 Kilo Dosen, die Familienvorratspackung mit tollen Namen und bunten Schildern und vielen Geschmacksrichtungen. Was muss ich denn jetzt davon nehmen und was ist das ideale Protein? Gibt es das überhaupt? Letzten Endes unterscheiden wir Proteine vor allem über ihre Resorptionsgeschwindigkeit. Das bedeutet, wir haben Proteine, die schnell wirken, die mittelfristig wirken, die langzeitig wirken und auch welche, die ganz, ganz, ganz schnell wirken. Das sieht man meistens schon an den Namen. Hier hätten wir zum Beispiel so etwas ganz berühmt, das Whey-Protein. Den meistens mit richtig guten Aminosäureprofilen versehen. Und das ist eines von denen, die schneller wirken und deswegen auch gerne bevorzugt genommen werden. Strecken kann man sie natürlich auch mit anderen Nährstoffen immer wieder. Aber dann haben wir natürlich auch eine ganze Menge im Mehrkomponenten-Proteinbereich. Das heißt, hier sind verschiedene Resorptionsgeschwindigkeiten drin. Wie in diesem Fall bei dem 4-Star-Protein, hier steht schon drauf, Whey-Protein ist da drin, Casein ist da drin, Milch- und Eggprotein. Das bedeutet nicht nur, dass das Aminosäureprofil ein Stück kompletter in den meisten Fällen wird, sondern dass man von schnell wirkenden Protein, mittelzeit wirkenden Protein bis hin zu langzeitig wirkenden Protein da drin hat. Aber ihr habt auch so etwas wie Whey-Isolat, das unheimlich schnell wirkt, oder reines Casein, welches sehr langfristig erst im Körper zersetzt wird. Das sind die größten Unterscheidungsmerkmale von den Proteinen und die Einsatzgebiete. Natürlich unterscheiden sie sich auch in der Gewinnung und Herkunft. Da gibt es tierische und pflanzliche Proteine vor allem und da eine ganze Menge Arten, die sich aber vor allem darin äußern, welches Aminosäureprofil sie haben und wie komplett dieses Aminosäureprofil ist. Letzten Endes gilt da natürlich, umso mehr Aminosäureanteile da drin sind, desto besser ist das Aminosäureprofil und desto besser ist euer Protein. Eine biologische Wertigkeit sagt etwas darüber aus, wie viel von dem Protein an Qualität gewonnen werden kann, das heißt, wie viel tatsächlich der Körper davon umsetzt. Dann haben wir natürlich noch ganz wichtig für viele, damit sie das nicht direkt wieder ausspeien, die verschiedenen Geschmacksrichtungen. Mittlerweile gibt es da alles, früher gab es Schoko, Vanille und Erdbeer, aber mittlerweile findet ihr auch ganz, ganz, ganz exotische Arten von Pistazie, Mokka, Nuss über Erdbeer, Sahne, irgendetwas. Und auch da, wenn ihr einmal eine Basis gefunden habt und euer Protein, könnt ihr euch meistens unter 5 bis 10 bis 20 verschiedene Geschmacksrichtungen aussuchen. Natürlich unterscheiden die sich auch von einer ganzen Menge Anbietern. Und oft hat eine Firma eine ganze Menge Proteine, sowohl von Geschmacksrichtung als natürlich auch Aminosäureprofile und auch Resorptionsgeschwindigkeiten auf Lager. Welche Firma ihr jetzt bevorzugt und welche ihr nehmt, da heißt es meistens nur, schaut euch vielleicht ein paar Tests an, aber bei den richtig guten Firmen, bei denen man auch ein wenig Geld lässt, da kann man sich eigentlich immer darauf verlassen, dass auch das drin ist, was außen versprochen wird. Letzten Endes muss man dann allerdings wahrscheinlich danach entscheiden, was vertrage ich besser oder was mag ich lieber. Und es ist natürlich letzten Endes auch eine Preisfrage, aber die Sachen, die meistens in so einem Laden zu finden sind, von jemandem, der wirklich Ahnung hat, was hier in diesem Fall gegeben ist, die wirken alle und die sind alle zumindest gut. Und nur ihr müsst euch entscheiden und es ist eine reine Wahlmöglichkeit von euch. Da könnt ihr wenig falsch machen. So viel zu dem Protein-Dschungel. Schaut euch da mal selbst um. Prüft es alles im Internet. Ihr könnt natürlich auch eine ganze Menge mehr zu Eiweiß- und Aminosäureprofile noch erfahren. Googelt mal einfach danach. Aber lasst euch nur gesagt sein, das ist die Basis für jeden von euch. An erster Stelle sollte immer ein gutes Eiweiß sein. Ob Breitensportler oder ob Bodybuilder. Ihr seht das Ganze auch noch in meinem Top 10 Video, da werden mehrmals Proteine erwähnt und das steht auch immer an allererster Stelle, bevor ihr irgendetwas anderes nehmt. Das beste Kreatin bringt euch wenig, wenn ihr zu wenig Proteine zu euch nehmt. Und das hängt natürlich auch stark von eurem Fortschritt und von eurem Körpergewicht ab.
Also wenn ihr mit 54 Kilo anfangt als Mann, der 1,80 Meter groß ist, dann braucht ihr wahrscheinlich noch nicht so viel zusätzliches Eiweiß. Solltet ihr aber bereits 120 Kilo bei 2% Körperfett wiegen, dann müsst ihr massenhaft davon verschwinden. Oh!